Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man diese Lichtstimmung mit dieser herbstlichen Insel im See entsprechend bearbeitet. Also das war hier wirklich ein Zufall und ich musste ganz schnell fotografieren, denn über den Bergkamm war bereits Schatten und man sieht es, die Insel war wenige Augenblicke später bereits im Schatten. Insofern musste ich ganz schnell hier fotografieren, habe mich schnell hingestellt, mank den Menschenmassen und dieses Bild so eingefangen. Und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam das Ganze ein bisschen nachbearbeiten. Also unter anderem finde ich schön daran, dass die Bäume jetzt so quasi freigestellt sind. Also diese farbenfrohen Bäume werden angestrahlt, während der Hintergrund bereits im Schatten liegt, sprich dunkel ist. Also besonders kommt es ja hier zur Geltung. Insgesamt wirkt es für mich aber ein bisschen fad, würde ich mal so beschreiben. Also die Dynamik fehlt. Und deswegen vermute ich mal, dass eine Tonwertkorrektur hier helfen kann. Ich nehme mal also eine anpassungsebene Tonwertkorrektur und sehe tatsächlich, dass sowohl Schwarztöne, aber eben auch reichlich Weißtöne fehlen. Selbst ein bisschen optimieren, indem ich jeweils bis rangehe. Und jetzt sieht man, jetzt wird der Hintergrund dunkler. Unter anderem natürlich auch hier drin die dunkleren Töne. Und jetzt wollen wir mal gucken, wir haben nämlich gar nicht so richtig was Helles, also außer hier so vielleicht, was man damit noch ranziehen kann. Also hier, finde ich, holt man ordentlich raus, was sich hier so bemerkbar macht, dass es dann ordentlich leuchtet. So, ich bin jetzt eigentlich hier schon dran, die ersten Weißtöne brennen gerade aus. Insofern, ich würde mal bis hier rangehen. Ich mache mir ein Vorher-Nachher und finde, dieses Matte, was ich eben beschrieben habe, hat sich jetzt schon deutlich verbessert. Dann würde ich hier noch ein bisschen Kontrast reinbringen, damit das hier alles so richtig knallt im Prinzip. Und das mache ich mit einer Gradationskurve. Also, ich nehme eine Anpassungsebene Gradationskurve, setze mir drei Punkte und möchte eigentlich diese Standard-S-Kurve so ein bisschen machen. Und zwar finde ich, so ein bisschen Helligkeit könnte das Bild noch vertragen. Also gehe ich mal in der Mitte mit der Helligkeit hoch. Machen wir mal so. Auch die hellen Töne können durchaus noch ein bisschen heller sein. Und ich möchte ja eigentlich Kontrast, also insofern nehme ich die dunklen Töne und setze sie wieder ein bisschen herab. Und da ich hier auf Master gegangen bin und keine direkte Farbe ausgewählt habe, heißt es, dass auch gleichzeitig die Farben damit stärker werden. Ich mache mal ein Vorher-Nachher. Und gleichzeitig fällt mir was auf, was ich hier schon hätte machen sollen. Ich gehe jetzt hier nochmal auf die Tonwertkorrektur und werde diese Veränderung aus den Fehlen hier raus maskieren. Das ist mir hier zu stark. Also ich nehme einen Pinsel, Farbe Schwarz und maskiere die Tonwertkorrektur aus den Fehlen raus. So, insbesondere hier oben so aus diesen Köpfen. Und das gleiche mache ich auch bei der Gradationskurve. Das ist mir hier zu doll. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr betonen, was die Sonne eigentlich schon tut. Ich möchte diese Insel noch ein bisschen mehr betonen, indem ich die zwar unangetastet lasse, aber den doch etwas ablenkenden Vordergrund, der hier eben so hell ist, jetzt auch ein bisschen dunkler machen werde. Das erreiche ich mit einer Belichtungsebene und ziehe jetzt mal die Belichtung ordentlich runter, achte aber nur mal erstmal hier auf diesen Bereich. So. Ja, nach meinem Geschmack kann es ruhig so eine ganze Blendstufe runtergehen. Jetzt werde ich diese ganze Ebene invertieren. Nehme einen weißen Pinsel und maskiere jetzt dieses Dunkle hier rein. Wobei, ich kann das Ganze auch noch ordentlicher machen mit einem Verlaufswerkzeug. Gehe jetzt mal von unten hier hoch. Guck mir das mal an. Und stelle fest, dass es durchaus noch ein bisschen dunkler werden kann. Sagen wir mal so. Allerdings sind mir jetzt die Fehler auch zu dunkel geworden. Die werde ich jetzt mal rausmaskieren. Also ich nehme jetzt wieder einen Pinsel, Farbe Schwarz. Und nehme jetzt mal die dunkle Belichtung von den Fehlern wieder runter. Also die sollen zwar dunkel bleiben, aber ein klein bisschen von dieser Holzmaserung möchte ich dann doch noch sehen. Mach mal ein Vorher-Nachher und finde, so lenkt das Licht jetzt automatisch doch stärker auf die Insel. So, und jetzt gucke ich mir mal die Insel an sich an. Also die Sonne war so intensiv, dass der Rasen, gut, es war Herbst, aber der Rasen ist gar nicht mehr grün. Er ist eigentlich ziemlich gelb.
Und ich möchte den jetzt ein klein bisschen grüner gestalten. Dazu nehme ich jetzt eine also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich nehme mal die Anpassungsebene HSL. Wähle das Grün erstmal nur an, damit die Pipette aktiviert werden kann und gehe mit der Pipette und nehme hier eine Farbe auf. So, jetzt endet, genau wie ich dachte, es wird mehr gelblich statt grün. Jetzt verschiebe ich einfach die Farbe, sodass der Rasen etwas grüner wird. Also er soll nicht knackegrün werden, aber schon ein bisschen grüner. Sagen wir mal so. Das Grün ist mir aber auch noch zu grell. Ich werde es mal ein bisschen dunkler ziehen. Alles so nach Geschmack und Gefühl. Aber ich glaube, es kann ordentlich dunkler werden. Also ich würde es mal so machen. Vielleicht ein klein bisschen Sättigung durchaus noch rein. Jetzt habe ich aber alles hier verändert. Also auch das in den Bäumen. Ich zeige es mal. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Insofern werde ich also auch hier wieder diese Ebene invertieren und werde mir auch hier wieder einen Pinsel nehmen, Farbe Weiß und das Grün nur da reinmalen, wo ich es auch haben will, nämlich hier. Jetzt mal ein Vorher-Nachher. Jetzt habe ich also nur den Rasen grüner gemacht und nicht die Bäume. Ja, komme ich mal zu den Bäumen. An sich gefallen die mir sehr gut, nur dadurch, dass das Licht so extrem stark ist, finde ich, kommen die Farben nicht so zur Geltung. Also ich möchte das Rot hier noch ein bisschen verstärken. Dazu nehme ich mir auch eine Ebene HSL und gehe jetzt auch mit der Pipette hier so rein. Machen wir mal hier und verschiebe auch hier den Farbton. Sagen wir mal so. Also wie man sieht, man kann es hier auch ganz schön übertreiben. Auch das ist mir jetzt letztlich zu stark. Ich gehe mal ein bisschen mit der Helligkeit vielleicht noch runter, weil es so grell wirkt. Vielleicht so. Auch das ist mir jetzt zu stark. Insofern werde ich auch diese Ebene wieder invertieren und werde auch hier wieder einen Pinsel nehmen, Farbe Weiß und dieses Rot da reinmalen, so ein bisschen punktuell, wo ich meine, dass es gut aussieht. Also so ein bisschen hier, ein bisschen dort und hier. Und dieses Gelbe, das werde ich so lassen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten machen und zwar dadurch, dass so starkes Licht hier drauf scheint, habe ich natürlich auch starken Schatten. Dieser Schatten macht es dunkel. Man erkennt hier zum Beispiel diesen Stein kaum mehr, man erkennt hier diese Böschung kaum mehr und die Baumstämme auch nicht. Also so ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt wieder ein bisschen sichtbar machen möchte. Also insofern, das werde ich mit Dodge and Burn machen. Dazu mache ich einen Screenshot. Nehme das Abwedelwerkzeug und muss mich jetzt mal entscheiden, für welchen Ton ich nehme. Also ich nehme den Schatten, weil ich will ja nur die dunklen Töne aufhellen und gehe hier aber mal ordentlich hoch ran auf 50%. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ändern, denn ich habe ja hier einen Screenshot gemacht. Insofern bin ich ja hier non-destruktiv unterwegs. Fangen wir mal an. Ich zoome mal ein bisschen rein mit dieser Mauer. So, die möchte ich ein bisschen wieder herausholen. Hier ist auch noch, wie man sieht, ein Stück Mauer. Hat man erst gar nicht so wahrgenommen. Das möchte ich auch. Also ein Denkmal befindet sich auf dieser Insel. Möchte ich auch ein bisschen heller machen. Auch das gehört hier zum Denkmal. Auch das werde ich ein bisschen aufhellen. So, jetzt ist das hier, was ich meinte mit der Böschung, dass die im Prinzip schwarz ist. Ich vermute mal, dass das eigentlich so eine kleine Abbruchkante mit Felsen darstellt. Und das werde ich jetzt mal aufhellen. So, das war jetzt zu doll, aber für das Video mache ich das mal schnell. Also es kommt tatsächlich Felsen zum Vorschein. Auch dieser Busch hier ist mir ein bisschen zu dunkel. Und gehe jetzt mal diese Böschung so lang. Also in meinem Thumbnail habe ich mir mehr Mühe gegeben. Ich mache das hier jetzt wirklich nur mal schnell. Aber ihr versteht, was ich meine. Hier sind eigentlich Details drin, die die Insel eigentlich schön machen, die bei mir gar nicht mehr zu sehen sind. Also vielleicht kann man es hier ein bisschen ordentlicher machen an dieser kleinen Stelle, damit ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also darum geht es mir. Zugleich sind ja die Baumstämme relativ dunkel. Also der hier geht noch. Aber ich finde auch der könnte ein bisschen heller werden. Und den werde ich jetzt auch mal mit Dodge and Burn bearbeiten. Ich gehe jetzt allerdings mal mit der Deckkraft ein bisschen runter. Mache den Pinsel ein bisschen kleiner. Setze hier unten einen Punkt. Gehe nach oben, Shift-Taste, setze einen Punkt und dann malt er eine gerade Linie hier lang. So kann ich mich jetzt hier vorarbeiten. Das mache ich jetzt bei den anderen Bäumen mal auch. So, der ist sehr viel dunkler. Ich gehe mal dichter ran. Ich habe unten einen Punkt gesetzt.
Shift, Punkt, Shift und Punkt. Mal vorher, nachher, man sieht schon eine kleine Veränderung, aber man kann doch noch ein bisschen stärker rangehen. Der ist doch sehr dunkel. Mach das mal so. Und das gleiche mache ich hier mit den Ästen hier, so, die so dazwischen liegen. Dass die wieder so ein klein bisschen zu sehen sind, dass sie nicht einfach nur schwarz sind. So, das könnte ich jetzt mit jedem Baum machen hier. Man braucht dafür natürlich ein bisschen Zeit. Ich mache es jetzt nochmal mit diesem Baum. Es geht ja nur darum, euch zu zeigen, worauf ich hinaus will. Ich zeige euch mal, was wir jetzt hier schon verändert haben. Also eine deutliche Veränderung. Optional kann man darüber nachdenken, ob man den Hintergrund ein bisschen verändern will. Also der Hintergrund, man erkennt es kaum mehr, weil es so dunkel ist, ist eigentlich eine Felswand, an der noch so ein paar Bäume hochwachsen. So, man sieht es so ein bisschen. Und die Frage ist, ob wir ein bisschen mehr davon sehen wollen. Man kann auch sagen, nee, so wie es ist, ist gut, weil die Bäume ja ordentlich freigestellt sind. Aber ein klein bisschen würde ich vielleicht ein paar einzelne Bäume doch wieder ein bisschen rausstellen. Also, ich zeig mal, was ich meine. Das ist mir jetzt allerdings zu hell. Ich gehe mal mit der Deckkraft runter. Jetzt mal nur noch 20%. Und nehme mal so einzelne Bäume, dass ich die doch so ein bisschen hier rausstelle. Ein bisschen prominenter mache, dass man im Hintergrund nicht nur irgendwie eine dunkle Masse erkennt, sondern durchaus sieht, da ist eigentlich ein Wald. Aber auch das ist Geschmackssache. Wie diese ganzen Helligkeits- und Farbanpassungen immer eine Frage des Geschmacks sind. Aber ich möchte es mal hier so anbieten. Also mir gefällt es persönlich so besser. Ich zeige euch jetzt mal den Vorher-Nachher-Effekt. So, und zwar würde ich an mehreren Stellen, habe ich ja gearbeitet, würde ich also einmal jetzt auf die Steine und diese Böschung achten. Einmal auf die Baumstämme. Und einmal jetzt, dass dieser Hintergrund ein bisschen lebhafter ist. Ohne, dass der jetzt aber zu sehr ablenkt. Also hell möchte ich ihn ja nicht haben. Jetzt zeige ich nochmal, was wir eigentlich verändert haben, wo wir mal gestartet sind. Und finde, dass aus einem relativ fadem Licht jetzt doch ein kräftiges Licht geworden ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jake.